zu 20. Mal. Ich wurde geboren am 11.9. Doch erst an diesem Tag begann der Tag und für die Welt der Bedeutung. Meine Mutter servierte die Geburtstagstorte, als das erste Flugzeug den Nordhorn durchbohrte. Brennendes Kerosin, die Etagen rasch überflutet, in unserer Wohnung roch es nach Kaffee und Kuchen. Verzweifelte Menschen sprangen aus den Fenstern, ich saß zu Hause auf der Couch und war gespannt auf Geschenke. Aus dem Riss im Tau stieg beißender Qualm, Menschen suchten Rettung vor den lodernden Flammen im freien Fall. In ganz New York zog der Ruß um die Blocks, meine Eltern riefen heiß und ich schlug auf den Topf. Lautes Getöse, ich dachte durchs Zimmer rauscht ein Zug, doch es war der Fernseher, als der zweite Flieger im Tower einschlug. 1-1-0-9, boom, Happy Birthday Dilemma. 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 Yo. Es war ein wolkenfreier Tag im September. Alle Nachrichtensender zeigten Bilder vom Attentat auf das Center. Ein Schatz am Tag im Kalender, doch fragst du Dilemma, lächelt der Brat, denn er bekam dieses abgefahrene Rennrad. Mit Gangschaltung und Aluram im Fernsehen, der Himmel in der Gewalt dieser Taliban. Die Menschen in New York halten den Atem an, doch ich feier meinen Ehrentag mit Malzbier und Marzipan. Plötzlich wird's im Fernseher laut, als die Türme kollabieren, pust ich die Kerzen aus. Ich wünsch mir, bleib weiter so eine ehrliche Haut, bloß ein glückliches, langes Leben und ein Ferienhaus. Am nächsten Tag kam ich mit Freibier und Kuchen, doch niemand gratulierte, alle verharrten in Schweigeminuten. Ich raff es nicht, und vielleicht glaub ich es selbst, immer wenn ich Geburtstag feiern will, trauert die Welt.